Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Camperfreunde. Ja, heute bin ich wieder bei Bergische Wohnmobile und ich zeige euch hier jetzt einen Twin Supreme 640 SGX. Das ist dieses schöne Fahrzeug hier in Schwarz mit den fantastischen Felgen. Das sieht richtig gut aus. Und der hier hat den großen Vorteil, er hat ein Hubbett im Heck, das heißt eine große Garage. Ich gehe mal mit euch außen rum. Das ist im Grunde genommen der klassische Twin, den wir von Adria kennen. Hier haben wir halt den Wasserzulauf. Ganz hinten typisch Stoßstange in Kunststoff mit den Parksensoren. Oben dann die Kamera. An dem Fahrzeug hier ist jetzt schon eine Fiamma F80S Markise montiert. Und wenn wir jetzt hier rumgehen, dann sehen wir den jetzt von der Fahrerseite. Die schicken flachen Fenster. Wir haben dort die Chemietoilette, den Stromzugang und den Dieselzugang. Farbgebung finde ich sehr schön und ich nehme euch jetzt mal hinein ins Fahrzeug. Der klassische Küchenblock, auch hier wieder der übliche Klapptisch, die Gummizüge hier unten, damit man da was reinkriegt, reinfalten kann. Da ist die Aufnahme für den Tisch. Dann haben wir natürlich auch hier ein Fliegengitter zum Ausziehen. Und wir haben ihn jetzt mal richtig voll beleuchtet, damit man auch sieht, das Bett ist hinten schön noch eingepackt, damit es eben für den Eigentümer noch unbefleckt ist. So, auch die Farbgebung hier ist sehr schön. Das Mittelgrau mit dem dunkleren Grau im Kontrast. Hier ist mal ein Fernseher montiert. Auch hier haben wir die Push-to-Open Klappen. Wir haben vorne das große Coupé-Dach, das sehr große Heki in der Mitte. Und jetzt gehen wir mal hinein. Ich zeige euch noch mal kurz hier unten das Fach. Da steht jetzt gerade der Tisch drauf, aber das kann man halt auch rausnehmen. Tisch ist sowohl vergrößerbar wie auch verschiebbar und hat hier natürlich auch noch mal Cupholder. So, ein Blick nach vorne. Schön lichtdurchflutet. Wir sehen auch hier die neuen Gangautomatik von Fiat, die neue. Das ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss, denn das erleichtert einem das Fahren ungemein. Ich mache jetzt mal hier eine Klappe gerade auf, damit ihr da mal reinschauen könnt. Und da seht ihr, da ist noch relativ viel Platz. Da kriegt man einiges rein. Der hier hat eine Citronic Vipro 3 Safe Lock verbaut als Alarmanlage. Hier ist dann der SAT-Empfänger. Und wir haben hier auch verbaut in dem Fahrzeug Internet mit Repeater und allem. So, also doch schon mehr ein Arbeitsgerät. Wenn man jetzt hier hochguckt, wir sehen die Kontrolleinheiten. Wir sehen Lichtschalter, wir haben einen zusätzlichen Wassererhitzer eingebaut von Whale, eine Webasto Zusatzheizung ist verbaut. Jetzt machen wir den Schwenk zur Küche. So, und da sehen wir schon ganz Adria-typisch, das kennen wir schon aus den anderen Twins, zwei Flammenkocher. Ein kleines, aber feines Waschbecken, klappbarer Wasserhahn und hier oben drüber ist dann halt Steckdose und Lichtschalter. Ja, also hier kriegt man dann 230 Volt raus. Kleines Regal und was ich halt mag, ist der Piezozünder, der hier natürlich serienmäßig ist. Wir haben einen
Waschbecken mit Kocher in einem, sodass man das wunderschön sauber machen kann. Oberhalb der Küche haben wir dann halt noch mal eine Ablage, die relativ breit und tief ist. Da kriegt man einiges rein. Dann haben wir hier unten die Soft-Close-Schubladen. So sieht man das, klack, klack. Das ist auch neu jetzt. Man hat diesen Hebegriff, so dass ich da nicht mehr großartig Knöpfe suchen muss, sondern ich hebe den ganzen Griff an. Ja, es ist hier unten genauso. Und wenn man das jetzt zuschubst, dann ist das soweit ordentlich zu. So, dann fragen wir uns, was ist hier hinter? Das werden die Absperrhähne sein, beziehungsweise der Ablass für das Wassersystem, damit man hier im Winter halt das Wasser überall ablassen kann und keinen Frostschäden hat. Wir haben auf der Seite hier den Kleiderschrank. So, da schwenke ich jetzt kurz rein. So, und einmal nach oben, damit man sieht, die Kleiderstange. Also hier geht auch locker ein Anzug oder ein Hemd rein. Das ist überhaupt kein Problem. Hier oben der relativ große Kühlschrank. Da kriegt man vor allem auch, das finde ich eigentlich sehr praktisch, große Flaschen rein. Hier die Gemüsefächer. Und für zwei Leute ist das ausreichend. Gefrierfach da oben vollkommen in Ordnung. So, dann schwenken wir kurz rüber ins Bad. Wir haben hier die normale Sedford-Kassettentoilette. Kleines Fenster und Schränkchen oben drüber. Dann natürlich hier eine Jalousientür. Und wir sehen schon das Adria-typische, nämlich das Klappbad. Das heißt, ich kann das Ding hier aufklappen, habe oben meine Duschhalterung und eine vernünftige Duschwanne, womit ich dann auch hier vernünftig duschen kann. Ich bin 1,87 Meter groß und ich passe hier komplett rein. Also dadurch, dass die Duschwanne quasi mit dem Fußboden ebenerdig ist, geht das gerade gut. So, magnetisch gehalten, wie schon erwähnt. Und jetzt habe ich hier ganz normal wieder meinen Schrank. Mein Waschbecken mit der Klappe. Und hier unten ist nochmal der Lichtschalter fürs Bad. So weit, so gut. Kommen wir zum Heck. Hier haben wir jetzt ein etwas schmaleres Längsbett. Und das ist, ihr seht schon an den Türen hinten, da hängen Gurte. Das kann man motorisch nach oben fahren, um dann halt unten den Stauraum optimal zu nutzen. Hier sind die Adria-typischen Stauschränke. Auch hier schön fest. Also das ist alles hinterlüftet auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es stabil, sodass man da nichts mit der Außengeschichte zu tun hat. Hier ist der WLAN-Verstärker. Ja, das finde ich sehr schön. Und wir haben insgesamt drei Fächer links, drei Fächer rechts. Und hinten wieder die Ablagen in den Türmulden. Da ist der Kippschalter Hebe- und Kippschalter für das Bett. Und hier haben wir nochmal Leseleuchten unten drunter. Eine und zwei. Und jetzt nehme ich euch mal mit nach hinten. So. Einmal aufmachen. Und hier sehen wir schon, hier sind noch zusätzliche Reifen drin. Und alleine daran kann man schon sehen, was hier an Platz ist. So, die Schränke fallen insgesamt etwas schmaler aus. Wir haben rechts
Wasserkasten. Also der Wassertank ist dort. Hier haben wir die Gasflaschen dahinter. Da sieht man nämlich die weiße Gummidichtung. Machen wir mal auf. Und hier passen halt zwei große Flaschen rein. Das finde ich auch sehr schön. Und wie ich schon mal gesagt habe, Freunde von mir haben einen etwas älteren 640er. Die haben sich einen festen Gastank unter dem Auto verbauen lassen. Das gibt ihnen noch mal mehr Gasvolumen mit einfacherer Tankmöglichkeit. Was man jetzt hier schön sieht, ist, wie die Fenster hier noch mal zusätzlich gepolstert sind. Das finde ich nett. Und wir haben halt hier seitlich noch mal so Auflagekissen, die die Bettfläche insgesamt noch mal deutlich vergrößern. Und hier sieht man halt, wie das Bett hängt. Und das Ganze kann dann über einen Schalter elektrisch hochgefahren werden. Mal gucken, ob der Strom genug ist. Wir werden es sehen. Jawohl, seht ihr das? Jetzt kann man hier unten ordentlich was reinstellen. Also hier ist richtig, richtig Platz. Das ist noch nicht die Einstellung, aber ich will die Kisten oben nicht einquetschen. Und da seht ihr auch das Kabel sauber geführt da hinten. Hier sind Airline Rails zum Verzurren. Und wenn man das jetzt hier nochmal aufmacht, da sieht man dann entsprechend nochmal die Trennwand, mit der man den, also das ist lediglich eine Trennwand hier, das Ding, die dann quasi den Laderaum vom Passagierbereich vorne abtrennt. Sehr schön gelöst, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier nochmal vier Fächer zum Ausziehen. Können wir eins nochmal aufmachen gerade. Schubladen, ja, nicht so riesig tief, aber der Schrank ist ja auch nicht tief, ne? Das muss man auch mal sagen. Und natürlich auch hier Softclose. Also für die Hobbyisten, die mit Fahrrad oder Ähnlichem unterwegs sind, ist das hier eine tolle Geschichte. So, dann fahren wir das nochmal gerade runter. Schwupp. Und dann sind wir hier fertig. Ich hoffe, das Video und die kurze Vorstellung hat euch gefallen. Hinterlasst mir bitte ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt und macht die Glocke an, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir. Herzlichen Dank an Bergische Wohnmobile und ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit. Bis dahin, tschüss.